und herzlich willkommen bei den Zwergperten. Ich bin Laura und ich möchte euch heute den neuen Monterey 2 CXT vorstellen. Das ist der Nachfolger von den Monterey-Sitzen, die es von Diono schon eine Weile gibt, die sich immer dadurch ausgezeichnet haben, dass sie sehr stabil und robust sind, weil sie noch ein extra Metallgerüst haben, in dem Fall ist es ein Alugerüst, und dass man die Seitenwangen unabhängig von der Größe verstellen kann. Das ist auch bei diesem Sitz so. Das wirklich Coole daran ist, wenn man ein sehr großes, schlankes Kind hat, dann waren oft die Sitze, die automatisch mit in die Breite wachsen, zu breit. Wenn ich eher ein kleines, moppeliges Kind habe, was ein bisschen stämmig ist, dann mache ich das ganz klein, der Sitz wird ganz schmal und mein Kind fühlt sich darin nicht mehr wohl. Ne? Hier ist es eben so, dass ich zum einen die Höhe verstellen kann. Ihr seht jetzt die kleinste und schmalste Einstellung. Und ich kann es auch ganz hoch und ganz breit machen. Das zeige ich euch alles gleich. Erstmal grundsätzlich, der Sitz ist von 15 bis 36 Kilo zugelassen, nach der 4404-Norm. Das heißt, ich kann ihn verwenden bis 12 Jahre. Das ist bis zum Ende der Kindersitzpflicht. Und hierfür kann ich ihn eben sehr groß machen. Ja. Und auch noch breiter. Das sieht jetzt erstmal nicht sehr viel aus, aber so Kinder wachsen ja auch nicht ewig viel in die Breite. Und es ist für mich schon schön, wenn ich sagen kann, okay, ich habe ein großes, schmales Kind, ich mache das so. Oder ich habe halt ein breiteres Kind, ich kann das stufenlos so ein bisschen verstellen. Ne? Da habe ich einfach hier viele Möglichkeiten. Ich kann den Sitz mit Isofix im Auto befestigen. Dafür gibt es hier hinten solche Haken, die sind jetzt im Sitz versteckelt. Wenn ich hier vorne eine Taste drücke und dann hier hinten am Haken ziehe, dann kommt der hier raus und ich kann den hier einfach einklicken. Das sieht jetzt nicht aus wie der typische Isofix-Konnektor, wird aber an einigen Sitzen so verwendet und ist völlig ausreichend, denn dieser Konnektor hier, der sichert ja nicht das Kind mit dem Sitz, denn das wird ja angeschnallt mit dem Autogurt, sondern zum einen stabilisiert es den Sitz ein bisschen und zum anderen ist es bei Leerfahrten, wenn kein Kind drin sitzt, dann fliegt mir dieser Sitz nicht um die Ohren. Ist also schon eine sinnvolle Sache. Wenn ihr aber keine Isofix-Konnektoren habt, dann könnt ihr sie einfach im Sitz versenken, verwendet den Sitz ohne. Nur dran denken, wenn kein Kind drin sitzt, dann anschnallen. Ich habe hier, wie das bei den Gruppe 2-3 Sitzen üblich ist, eine Gurtführung hier oben, wo ich den Autogurt einfädeln kann. Dann geht der Gurt hier runter, wird eingeklickt und es geht sowohl der schräge als auch der Beckengurtteil hier durch. Ich zeige euch das einmal hier an der anderen Seite. Wenn ich den Gurt jetzt hier durch habe, dann sieht man, der kommt hier unten raus. Hier ist nichts, was mein Kind drücken kann. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Manchmal stehen dort so ein bisschen die Plastikteile raus. Hier ist alles schön gepolstert. Hier unten geht der Gurt dann entlang und das Kind wird angeschnallt. Ich als Erwachsener muss darauf achten, dass das hier beides korrekt ist. Ne? Der Sitz ist sehr schön gepolstert, das muss man wirklich sagen. Also gerade für Kinder, die ein bisschen kritisch sind, was die Bequemlichkeit angeht, ist es eine schöne Sache hier. Ist wirklich ein dicker Memory-Schaum drin und das ist so ein bisschen so geformt, dass die Kinder auch die Knie ein bisschen höher sind, wie man das vom Auto auch kennt, sodass man mit einem entspannten Rücken sitzen kann. Auch noch eine sehr schöne Sache, ein bisschen Luxus. Zwei Cupholder sind dabei, da kann ich entweder stelle ich eine Trinkflasche rein, manchmal passt auch ein kleines Spielzeug, ein kleines Kuscheltier rein oder ein paar Brezelchen, was auch immer man so alles braucht, um den Kindern die Autofahrt ein bisschen angenehmer zu machen und es für die Eltern sicherer zu machen. Oft wird so gesagt, ach, brauchen wir doch nicht. Es ist aber ganz schön, wenn das Kind die Flasche da reinstellt und sie nicht irgendwo im Fußraum einfach runterfällt und ich als Erwachsener fisch dann da hinten rum und versuche meinem Kind die Flasche wieder zu holen. Deswegen kann das durchaus eine Sicherheitssache sein, wenn ihr ein Kind habt, was auf jeden Fall im Auto immer gerne was zu trinken dabei hat, dann ist das eine schöne Sache. Die sind hier einfach dabei, könnt ihr im Sitz verstauen, wenn ihr den Sitz irgendwie rumtragt, sodass sie nicht verloren gehen oder abbrechen oder so. Ne? Genau, das ist der 2XT. Ich zeige euch noch einmal schnell hier hinten dieses Stahlgerüst, damit ihr da mal eine Vorstellung habt, was das bedeutet. Das sehe ich nämlich hier, nicht Stahl, Aluminium. Hier sehe ich diese Aluminiumverstärkung, die eben dazu führt, dass der Sitz schön stabil ist. Das ist aber gleichzeitig leicht, weil Aluminium ja ein sehr leichtes und stabiles Metall ist.
Genau. Wenn ihr noch Fragen habt zum Monterey 2XT, dann schreibt uns eine E-Mail, kommt bei uns in den Läden vorbei oder ruft an. Ihr findet alle Infos auf www.zwergpertenshop.de. Bis dann. Tschüss.